Hallo und willkommen beim Fluktuskanal. Die Suche nach Öl vor unseren Küsten ist eine der gebräuchlichsten Methoden für die Gewinnung der Energie, die unsere heutige Welt braucht. Jedoch birgt der Betrieb einer festen oder schwimmenden Bohrplattform auf See seine ganz eigenen Herausforderungen für die 50 bis 200 Männer und Frauen auf der Plattform. In dieser Folge schauen wir uns den Tagesablauf auf diesen abgelegenen Plattformen an und das, was die Arbeiter für so viele Monate am Stück motiviert. Die Einrichtungen auf einer normalen Bohrinsel können sehr unterschiedlich sein, je nach Größe, Bauart und Aufgabe. Bohrinseln arbeiten rund um die Uhr, in zwei Schichten von jeweils 12 Stunden. Um den Arbeitern in ihrer Freizeit so viel Komfort wie möglich zu geben, verfügen die meisten Plattformen über Billard-, Fernseh- und Fitnessräume. Alle haben Waschsalons und eine Kantine für Snacks und Getränke. Es gibt überall mindestens einen gemeinsamen Speisesaal. Auf einer Bohrinsel kommt keine Langeweile auf, denn ihre Bewohner sind entweder gerade bei der Arbeit oder nutzen die Freizeiteinrichtungen. Die Kabinen haben typischerweise Stockbetten mit je 2 bis 4 Betten und einem eigenen Bad, das sich die Bewohner einer Kabine teilen. Es wird auch viel für die Sicherheit der Arbeiter auf einer Plattform investiert. Jede Plattform hat einen Feuerschutzraum und alle sind vertraut mit der Benutzung der lebensrettenden Feuerschutzausrüstung. Für den Fall, dass die Bohrinsel schnell verlassen werden muss, ist diese verpflichtend mit geschlossenen Rettungsbooten ausgestattet, die schnell zu Wasser gelassen werden können. Alle Betreiber sind auch gehalten, eine Reihe technischer und betrieblicher Regularien zu erfüllen, die vorschreiben, wie im Notfall eine Evakuierung durchzuführen ist. Umgekehrt wird der Weg auf eine Offshore-Plattform nie in Eile angetreten. Da Ölplattformen häufig in Gewässern mit rauer See liegen, kann man nicht riskieren, dass schwere Schiffe in die Seite der Plattform krachen. Aus diesem Grunde zieht man kleinere Arbeitsboote und Crewboote für den Transfer zwischen Land und Plattform vor. Und das ist nicht immer eine einfache Reise. Hubschrauber hingegen, obwohl teurer, sind gewöhnlich bei schlechtem Wetter das häufigste Transportmittel für die Mitarbeiter der Plattform. Ob nun zum Schichtwechsel oder zum Ende des Dienstes. Die meisten modernen Plattformen haben daher einen geeigneten Landeplatz oder sogar eine voll ausgestattete Hubschrauberlandeplattform. Ein sicherer Transfer ist sehr wichtig für die Arbeiter, da sie sich schon auf die verschiedenen Aktivitäten auf der Plattform vorbereiten. In der Öl- und Gasindustrie gibt es ein großes Spektrum an Berufen. Darunter auch das medizinische Personal, das in der Krankenstation arbeitet. Die Mediziner auf einer Bohrinsel arbeiten gewöhnlich in 12-Stunden-Schichten, bleiben rund um die Uhr in Rufbereitschaft und werden alle 2 Wochen wieder an Land geflogen. Dann gibt es noch die Manager, Ingenieure und Köche in der Mannschaft. Doch die Mehrheit sind die Raubeine. Hart anpackende Arbeiter für die verschiedenen Tätigkeiten. Sie halten die Plattform am Leben, Tag für Tag. Die Raubeine haben eine Vielzahl von Jobs und Berufsbezeichnungen.
Die Bohrarbeiter sind dafür zuständig, das Bohrgestänge in die Greifer am Bohrturm einzufädeln. Die Viskosität und Schlammdichte zu beobachten und Chemikalien und ölbasierte Flüssigkeiten hinzuzufügen. Einer der wichtigsten Jobs auf der Plattform ist der Installation Manager. Auch OIM genannt, ist der Installation Manager für alle Offshore-Aktivitäten auf der Plattform zuständig. Einschließlich Wartung, dem Bohrprozess, Einzelprojekten und Ausbildung. OIMs sind auch dafür ausgebildet, Notfälle zu meistern und für die Gesundheit, das allgemeine Wohlbefinden und vor allem die Sicherheit der Crew zu sorgen, was ein zentrales Anliegen in der gesamten Branche ist. Während Bohrfirmen an Land ihre Anlagen je nach Bedarf ausbauen können, müssen die Bohrfirmen auf See die Größe und den Typ der Bohranlagen schon kennen, bevor die Bohrung beginnt. Bohrplattformen gibt es in einer Reihe unterschiedlicher Bauarten. Einige sind eher für flache Gewässer in Küstennähe geeignet, während andere frei schwimmen und nur mit Trossen am Meeresgrund verankert sind. Letztere lassen sich leicht von einem Standort zum nächsten versetzen, wenn eine Bohrung versiegt. Eines der größten Offshore-Ölfelder der Welt ist das Goliath-Feld vor der Nordküste Norwegens. Das Goliath-Feld besteht aus einer schwimmenden zylindrischen Produktions- und Lagereinrichtung, die den Namen Sevan 1000 FPSO trägt und 8 sogenannte Unterwassertemplates mit je bis zu 32 Bohrstellen. Dieses Feld wird auf 174 Millionen förderbare Barrel geschätzt und braucht einen dementsprechend großen Extraktionsprozess. Dafür rief die Firma Vår Energi das Goliath FPSO-Projekt ins Leben. Diese gewaltige schwimmende Fabrik hat einen Durchmesser von 81 Metern, ein Fassungsvermögen von 950.000 Barrel und eine über 120-köpfige Mannschaft. Obwohl sie in der Arktis arbeitet, wurde die Goliath-Plattform in einer Hyundai-Werft in Südkorea gebaut. Von dort zu ihrem Bestimmungsort waren es 16.000 Seemeilen. Der Transport wurde an die Dogbys Vanguard vergeben, dem größten Schwerlasttransportschiff der Welt. Um sie an Bord zu bringen, wurde sie mit Schleppern ins Hafenbecken hinausgeschleppt. Dort flutete die Dogbys Vanguard ihre Tanks und senkte damit ihre Plattform 30 Meter unter die Wasseroberfläche ab. Sobald die Bohrinsel in Position gebracht war, wurden die Tanks wieder leer gepumpt und die Goliath konnte ihre lange Reise antreten. Die Fahrt dauerte 63 Tage. Wir sind am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann abonnieren Sie bitte diesen Kanal, damit Sie zukünftige Folgen nicht verpassen. Dann bis zum nächsten Mal.